Es ist noch früh am Morgen und recht frisch in Venedig, als wir Vanessa Mai in einer engen Gasse treffen. Die 27-Jährige dreht in der Lagunenstadt ihr neues Video. Seit 3 Uhr morgens ist sie auf den Beinen, doch von Müdigkeit keine Spur. Die Stadt hat es der Sängerin angetan. Venedig wirkt wie im Bilderbuch tatsächlich. Also ich bin zum ersten Mal hier, weiß auch nicht, ob ich noch mal herkommen kann, deswegen genieße ich sehr. Es ist wunderschön, viel schöner, als man sich vorstellen kann. Und es sind so viele Menschen hier, meine Güte. Und wir haben nicht mal Hochsommer. Auf dem Weg zur nächsten Location hat sich Vanessa schnell einen Mantel übergeworfen. Begeistert nimmt sie ein Handyvideo auf. Mit Social Media nutzt sie die direkte Verbindung zu ihren Fans, auch um einige private Momente wie diesen zu teilen. Meine Fans sind für mich, und das sage ich auch immer, das sind meine zweiten Familienmitglieder. Und ich will, dass sie sehen, was ich erlebe und was ich durch sie natürlich erleben darf. Ne? Und nee, ich bin da echt ziemlich frei eigentlich. Freizügig ist Vanessa auch bei ihren Outfits. Um dieses zu wechseln, gibt es mitten in Venedig leider keine Garderobe. Egal, Vanessa zieht sich einfach in der Öffentlichkeit um. Schließlich will sie für ihr Video richtig gut aussehen. Man muss schmerzfrei sein bei solchen Drehs, weil du darfst ja echt keine Bedürfnisse haben. Du ziehst dich irgendwo in der Ecke um, natürlich sind Leute da, jeder guckt mal. Nein, es hört sich ja... Ich meine, guck dich um, es ist ja traumhaft. Also man darf sich da echt nicht beschweren. Aber es ist schon, wenn du halt, wir sind jetzt auch seit 8 Stunden jetzt schon am Arbeiten und haben gerade mal die Hälfte. Und es ist dann schon, du musst ausschalten. Du musst einfach denken, ey geil, wir machen ein schönes Video. Schließlich kann sich das Ergebnis ja auch sehen lassen. In ihrem neuen Lied geht es um eine romantische Liebesgeschichte in Venedig. Sie selbst ist seit über 2 Jahren mit ihrem Manager Andreas Färber verheiratet. Die beiden mögen es aber eher locker statt romantisch. Ich halte jetzt nicht so viel von Valentinstagen oder so. Oder ich brauche jetzt nicht die Blumen geschenkt bekommen von meinem Mann, weil ich weiß einfach, dass er tagtäglich für mich da ist und so viel für mich macht. Deswegen, mir kommt es überhaupt nicht auf so Geschenke oder sowas an, sondern wirklich zu wissen, wenn was ist, ist er da. Und ich kann mich auf ihn verlassen in jeder Lebenslage. Deswegen sind wir beide tatsächlich so. Es passt ganz gut. Romantisch oder nicht, eine Gondelfahrt gehört in Venedig einfach dazu. Und deshalb geht Vanessa mit dem bereits 3. Outfit an Bord, um nicht nur ein schönes, sondern ein richtig starkes Video abzuliefern. Und Videopremiere ist heute um Mitternacht im Internet. Und jetzt mehr Leute heute.